Unser gemeinsames Projekt, die lebenswerte Gemeinde der Zukunft. Wir sind heute in der Tauglerei bei Patrick Servier, der ganz wesentlich mitwirken wird. Schön, dass wir da sein dürfen, Patrick. Ja, schön, dass du da bist. Ihr habt ein ganz spezielles Thema, Generationen verbindend, Würde bei dem Kongress, also wo es sehr um den Menschen geht. Was kann man sich denn da darunter vorstellen? Ja, entstanden ist das Ganze aus einem Prozess, der hier in der Gemeinde stattgefunden hat, dass wir uns überlegt haben, in einer Phase, wo es recht schwierig in St. Koloman war, was ist an sich die Kernstärke der Leute hier? Und wir haben dann einen ganz klassischen Markenkernprozess gemacht mit einem Markenspezialisten aus Düsseldorf, um nach innen mal zu schauen, was hält uns hier in St. Koloman zusammen. Und was sich dann dabei herausgestellt hat, nach 5 Tagen doch schon intensiver Arbeit, war, dass hier die Begegnungsqualität zwischen den Menschen, mit der Natur, mit den Jahreszeiten etwas ganz Besonderes ist. Und wenn man Begegnungsqualität weiterdenkt, dann hat es ja auch immer mit gegenseitiges Wahrnehmen, würdevolle Begegnung und dergleichen zu tun, sodass dass in diesem Kern hier von St. Koloman tatsächlich Würde ein großes Thema ist, sicherlich die im Begegnen auf gleicher Augenhöhe einfach immer stattfindet. Ja, wir freuen uns sehr, dass ihr Mitglied seid, eine von 40 Baumeistern, und wird eine ganz große, schöne Überraschung, wie man sich dort begegnet. Das freuen wir uns. Danke. Ja. Danke. Tickets jetzt über Ü-Ticket bei allen Raiffeisen und Volksbanken sowie Sparkassen. Dein Talent wird jetzt gebraucht. Prominente und authentische Wertebotschafter unterstützen uns dabei. Baldur Preiml, Barbara Stöckel, Sepp Forcher, Gudrun Pflüger, Erwin Thoma, Rupert Mayer, Helmut Mödelhammer, Gregor Sieböck, Karl Siekertz-Leitner, Erika Pichler, Heidi Penterling, Elisabeth Fuchs, Familie Hauser vom Stangelwirt.